Willkommen zurück zu Banjo-Tooie, der letzte Schlackehaufen. Endlich habe ich's geschafft. Sensoren melden, die Betonungsdurchschlacke wurde neutralisiert. Eine Wildschraube fällt mich gerade an. Ein Säuberungsbonus wird ausgegeben. Oh Mann, ich habe schon 3-4 Versuche noch gebraucht. Aber dann hat's doch geklappt. Auf einmal. Und ich habe noch relativ viel Zeit übrig. Was mich wundert. Schnell wieder die Eiseier weglegen. So, wie kommen wir denn wieder raus? Ich laufe einfach mal. So wie die ganze Zeit auch. Ja, meine Stimme ist auch ein bisschen hin. Jetzt habe ich eine Zeit lang nicht mehr meine Stimme benutzt. Ist halt so. Moment. Jetzt muss ich hier wieder rausfinden. Es gibt doch gar nicht sowas. Kann man mich nicht einfach an den Anfang beamen? Aber da sind wir am Anfang. Und jetzt sind wir gleich wieder draußen. Hardrock, Halleluja. Ich bin so froh, dass das vorbei ist. Der Mist. Ich glaube auch, das war der letzte Ego-Shooter-Teil im Spiel. Was ich nur begrüßen kann. Ohne Witz jetzt, hey. Das ist... Okay, wir waren hier ganz oben. Gott sei Dank. Ich muss mir noch ein paar Sachen einfallen lassen, die wir noch machen können. Ich weiß noch einen Member und dann kommen die ganzen Batterien. Der Batterien-Scheiß. Da werde ich mich dann wohl überall mal umgucken. Da war doch noch was. Das habe ich gemeint. Was ist denn hier los? Batterie. Kabelraum. Das behalten wir uns jetzt mal an der Wandpresse. Ist ein... Puh. Ich habe keine Ahnung, wo die Batterien überall rumjumpen. Ich werde mich umschauen. Hier in der Gegend. Vielleicht findet sich hier was. Man weiß es nicht. Die Batterien finden und einsetzen, das wäre ein leichtes. Ja, ja, ich weiß. Nur für technisches Personal. Oh Mann, ich muss... Es sieht nicht so aus, als wäre in dieser Etage eine Batterie versteckt. Das ist die vierte, ne? Dann holen wir eine aus der dritten Etage. Da müssen noch Batterien rumlungern. Wenn ich richtig informiert bin. Außerdem gibt's Energy. Nee, gibt's nicht. Hier hängt eine rum. Jetzt brauchen wir allerdings die Trennplatten. Wo haben wir denn welche? Und tschüss. Da wäre ich sonst gestorben. Hier sind Trennplatten. Ich erledige erstmal die Mutter. Aber die Mama. Genau. Okay, Banjo. Mach mir keine Schande. Ich hoffe, das geht. Hey. Na, kommst du rein hier. Gepäck. Und jetzt neben die... Oh. Vierte Etage neben der Wandpresse. Und da werden wir als nächstes hingehen. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, ein Minispiel. Hm. Müssen wir da noch dagegen? Na gut. Wir können hier lang gehen. Nice, nice, nice. Rein da. Können wir überhaupt da hinten? Ja. Können wir. Banjo can everything. Ich weiß gar nicht, wie viele Batterien irgendwie noch nötig sind oder so. Aber da gab es noch so einiges, leider. Kabelraum. Zutatgewehr. Jetzt müsst ihr euch mal angucken, wie die Batterie da drin abgeht. Ich muss kämpfen, Alter, kämpfen! Arme Sau. Das ist der coole Rare-Humor. Ich liebe es. Wir sind hier. Wir wollen hier weg. Gibt's hier einen Teleporter? Da beim Mambo. So ganz ohne Energie, das gefällt mir nicht. Wir werden mal sehen, wenn wir irgendwo Yamyas über den Weg laufen, dann füllt er unsere Energie komplett auf. Das sagt mir zu. Yay! Achso, jetzt muss Kisui auch noch oben. Deswegen sind hier die
Die Sprungplatte ist hier. Das macht Sinn. Ich hatte mich schon gewundert, warum es zwei Wege gibt. Kabelraum. So. Das sieht doch sehr tödlich aus. Was ist das? Sauglüfter nicht benötigt. Ach so. Ich weiß, was kommt. Alter. Noch dunkler vielleicht. Da ist Energie. Hier ist, glaube ich, gar nichts weiter, ne? Dann gehen wir zu diesem Minispiel, in dem wir Fässer abschießen müssen. Nein, das ist kein Donkey Kong. Von hier aus. Mit was gehen auch normale Eier? Immer das Blaue. Och, Kind. Komm schon. Das blaue Rare-Fass. Oh Gott, ich krieg nicht mehr das erste hin. Ich mach gleich Nägel mit Köpfen. Na komm. Wir müssen. Boah, Alter. Ich bin schlecht. Ich weiß gar nicht, wann man drücken muss. So, jetzt, Leute. Gleich, bald. Wenn es erscheint. Erstes. Und wir dürfen nicht das Falsche treffen. Das wird jetzt aber ein bisschen schwierig, ey. Okay, ich habe das Prinzip, glaube ich, verstanden, relativ. Es wird aber immer schneller, ne? Es wird auch gleich abartig. Und jetzt kommt das Blödeste. Habe ich es geschafft oder was? Und dann kommt noch eins. Nee, oder? Exzellent! Fantastisch. Jetzt müssten wir mit der Waschmaschine da hinten hin und das Puzzleteil einsammeln. Es sei denn, wir sind schlau. Wozu baut Rare eigentlich diese Eier ein und so selten werden sie benutzt? Okay, das war scheiße. Wir haben nicht so viele davon, deswegen ein bisschen vorsichtig. Oh, fuck! Unser letzter Versuch jetzt. Oh nee. Da unten sind Eier. Du bist ein Faker. Oh, jetzt hab. Wie blöd bin ich eigentlich? Okay. Nee, das will gut durchdacht sein. Ich will mich nicht wieder in eine Waschmaschine verwandeln. Obwohl, muss ich ja sowieso. Trotzdem will ich es so lösen. Ich bin der krasse Insider. Genial. Und wieder mal habe ich Rare ausgetrickst mit ihren eigenen Waffen. Da ist sogar eine Sprungplatte. Wie kommt's? Wenn man sich irgendwie dahin verirrt hat, kann man zurückkehren auf diese Weise. Naja. Achso, du Blödmann. Alles klar. Was war das denn? Nichts weiter. Das hätten wir. Ich muss mal gucken, wie viel, was unsere Statistik über die Quanti GmbH jetzt sagt. Übrigens, wenn wir ein falsches... Ne, sag ich gleich. 6, 2 können wir, glaube ich, nicht erreichen. Jinjo-Seite. Ja. Also noch so einiges. Aber wir steuern schon bald dem Ende zu. Hätten wir ein falsches Fass erwischt, hätten wir diesen Schalter da vorne drücken müssen. Okay. Gute Arbeit.
Dann gehen wir jetzt in den dritten Stock und gucken danach, ob irgendwo Batterien und so benötigt werden. Das war mal ein bisschen verwirrend mit den Kisten und so. Da war eine Batterie, ja, damals. Ich kann hier nichts ausfindig machen. War ich da schon? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube schon, oder? Ich glaube, ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher. Oder? Wo sind noch Batterien nötig? Ich glaube hier nicht mehr. Ich glaube sogar, dass nur noch eine einzige Batterie und ihr komisches Fach übrig ist. Das wäre natürlich cool. Nicht zuletzt, weil dann irgendwann mal ein bisschen System reinkäme in die ganze Geschichte. Vor Humbas Wigwam. Da ist noch eine ein bisschen seltsam rumgejumpt. Muss überlegen, aber wo setzen wir die ein? In der ersten Etage hatten wir was. Hier sehe ich jetzt auf Anhieb nichts. Hier irgendwo war eine einsame Batterie. Da oben haben wir schon eine eingesetzt, ja. Ich weiß, wo die war. Ich weiß, wo die war. Wo waren die? Ich zeig's euch. Okay, ich hoffe, das ist jetzt richtig. Das ist nur eine blöde Theorie von mir. Da hinten war die Batterie. Nehmen wir sie gleich mit. Aber ich weiß nicht, wo wir sie benutzen müssen. Wo kommt die rein? Vielleicht in den ersten Stock? Hier nicht, da habe ich eine mitgenommen, das weiß ich. Die wollte ich jetzt gar nicht. Wir gucken uns mal im ersten Stock um. Eine Wade. Boah. Leute. Jetzt bin ich verwirrt. Wo war denn noch eine? Da haben wir doch alles gemacht. Da haben wir eine eingesetzt. Lol. Ich habe sowas gesehen, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Nee, hier war das auf keinen Fall. Zweiter oder dritter Stock. Boah. Kannst du meine Energie mal auffüllen? Geht es? Danke, Mann. Ich sehe Noten. Okay, kümmern wir uns drum. Brauchen wir für die 100%. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ich würde sagen, wir trennen uns und holen dann die Batterie. Und dann laufen wir so lange rum, bis wir sie gefunden haben. 700 Batterien? Batterien. Gott, 700 Batterien. 700 Noten haben wir jetzt. Bedeutet das, was wir hier alle haben? Wir haben erst 6 Welten, oder? Also wir trennen uns hier. Das ist zentral. Banjo holt jetzt im zweiten Stock, ist das? Die Battery. Ja, das war im zweiten Stock. Definitiv. Irgendwie runter. Nee, hier bin ich falsch.
Na gut, darum kümmern wir uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.